Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar Donnerstag, Rewards Time. Ihr wisst Bescheid, wie jeden Donnerstag. Es werden jetzt, denke ich mal, die letzten Rewards sein, die ich öffne vor dem Team of the Season. Weil ich will ja die nächsten zwei Wochen will ich einfach alles zusammensparen, dass ich dann einfach ein mega, mega dickes Pack-Opening machen kann. Ja, wir haben wieder Gold 3 erreicht gehabt, nachdem es extrem schlecht gestartet hat. Die Weekend League habe ich dann noch relativ gut rumgebogen, hatte dann noch 2 oder 3 Spiele übrig, aber die habe ich dann nicht mehr gemacht gehabt. Wie gesagt, ich habe mich auf die 14 Siege gemacht. Und ja, Team of the Week sieht ja ganz nice aus, können wir ja ganz kurz mal reinschauen. So sieht das Team of the Week nämlich aus, sieht richtig, richtig heftig aus. Gerade für mein Team, der wird halt optimal reinpassen. Keine Frage, ein Reus sieht auch sehr, sehr stabil aus. 91er Karte einfach, richtig heftig. Dann natürlich ein Alexandro, der auch extrem stark aussieht. Und wen haben wir noch? Ja gut, Benzema sieht eigentlich nicht so gut aus. Also, ja, 4 Sterne, aber halt dieses 80-84 ist gar nicht mal so krass. Klar, mit Hunter geht er vielleicht klar. Aber es gibt auf jeden Fall einige bessere. Also ich sag mal, Sandro, Reus und Mbappé sind so die Kracher, klar, haben die anderen high-rated, aber sind halt ganz so besonders. Ederson würde ich vielleicht sogar noch mitnehmen. Ederson hat Ingame-Stats besser als wie mein Alisson, deswegen würde ich den eigentlich echt mitnehmen. Aber naja, mal schauen, was wir machen. Sieht auf jeden Fall auch echt stabil aus, der Typ. Ich sehe gerade, der Ederson hat einfach einen Smiley da oben tätowiert. Alles klar. Ja, wie gesagt, wir haben diese 2 Player-Picks hier und dann auch ein paar normale Packs. Ich hoffe, dass ich einfach mindestens 2 Walkouts oder so bekomme, weil ja, 2 Walkouts wären schon mal ganz nice. Wie gesagt, ist das letzte Mal, dass ich jetzt Packs öffne. Das nächste Mal werde ich dann alle zusammensparen. Nächste Woche und übernächste Woche. Und dann sollte es ja, glaube ich, soweit sein mit dem Team of the Season. Ich weiß nicht genau, wann es kommt. Aber ich glaube, übernächste Woche sollte es, glaube ich, stattfinden. So irgendwie um den 10. rum oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gehört gehabt. Und ich will gar nicht lang drum rumlabern. Wir starten einfach. Halt's Maul! Nein! Junge, was? Nein! Ich brech ab! Genau. Halt's Maul! Fuck! Junge, was ist das? Niemals! Niemals! Ey! Halt's Maul! Alter! Nee. What the fuck? What the fuck? Alter, da komme ich absolut nicht drauf klar. Wir kommen ja fast die Tränen. Erstmal an Kumpels ein Bild geschickt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich zieh nie was Gutes. Und jetzt zieh ich einfach... Alter Schwede. Boah, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Leck mich am Arsch. 91er Mbappé, jetzt auf keinen Fall Fettfingern. Oh, shit. Ja, Mann. Alter Schwede, ich komm gar nicht drauf klar. Boah, jetzt kann nur noch Scheiße kommen, ey. Von mir aus das komplette Video lang, aber 91er Mbappé. Alter, ich komm grad wirklich nicht klar. Ich würde sagen, erstmal ruhig bleiben und wir gehen erstmal ins Zweite. Wenn da jetzt noch was Krasses drin ist, das wäre zu krank. Gold 3 Rewards, na, okay. Dann nehmen wir hier ganz geschmeidig irgendeinen 81er von denen mit. Ich würde sagen, wir nehmen den hier mit. Und das waren einfach... Boah, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Was ist das denn? In Gold 3 Mbappé. Die einen gönnt's mir, die anderen nicht. Aber leck mich am Arsch. Das ist zu krass. Alles in den Verein jetzt. Komm schon. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ey... Zum Glück habe ich auf Gold 3 geschwitzt. Und jetzt seht ihr es, wir haben noch 7 Packs. Ey, egal was da jetzt kommt, ich bin trotzdem mega, mega zufrieden. Erstmal einen geschmeidigen Lipton Eis hier öffnen, bevor wir jetzt mit den anderen Packs weitermachen. Ey, das ist zu krass. Ah, so kann es weitergehen. So, dann starten wir hier in das seltene Spielerpack Nummer 1 rein. Und, ja, kein Walkout leider. Aber ich denke mal, jetzt gönnen sie mir auch gar nichts mehr. Ja,
So, starten wir direkt ins zweite seltene Spielerpack rein. Im ersten war nur Scheiße. Und auch im zweiten nichts Gutes. Und ja, wenigstens eine Wand. Wer ist das? Dieser Viviano, ja, 83er, okay. Geht auf jeden Fall besser. Auch noch untauschbar. So, jetzt haben wir ein seltenes Spielerpack, was normalerweise tauschbar sein sollte. Deswegen hoffe ich auf was Gutes hier. Nase hat mir vorhin Glück gebracht. Komm schon, Nase, bitte, bitte, bitte. Walkout ist am Start, komm schon, komm schon. Das kann einfach das geilste Pack-Opening werden. Gut, mit Iniesta nett, aber 87er nehme ich mit. Vielleicht ist noch ein 85er oder ein 86er dahinter. Nö. Ja, leider nicht. Aber ein 87er kann man natürlich mitnehmen. Gibt nochmal, ja, 30k oder sowas. Nimm ich mit. So, jetzt haben wir noch 4 Megapacks. Davon sind, glaube ich, wieder 2 Stück tauschbar und 2 untauschbar. Starten hier rein. Ja, kein Walkout leider. Ja, das war's dann natürlich komplett. Ja, war ein untauschbares zum Glück. Ja, jetzt muss ich leider einige Objekte abstoßen. So, einfach mal in die Mitte rein jetzt. Dann sind wir nämlich relativ schnell mit dem Video auch fertig. Schneide ich das direkt. Und Alter, das gibt's nicht. Ich komme nicht drauf klar. Und was haben wir hier? Ein Schmeichel, was hat der? 84er Schmeichel. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Hoffentlich ist er tauschbar. Dürfte vielleicht auch ein bisschen was wert sein. Na, leider untauschbar. So, jetzt haben wir nämlich noch 2 Megapacks. Die müssten tauschbar sein. Aber vorher nochmal einen heftigen Schluck von meinem Lip Nice. So, Megapack Nummer 1 tauschbar. Ja, wieder kein Walkout. Wieder nicht mal Wände. Ist okay, ist okay. Kann ich komplett mit leben. Nach dem Player Pick geht das fit. Ja. So, letztes Megapack. Egal was jetzt kommt, ich bin happy. Wie gesagt, nach einem Mbappé 91. Oh, Walkout, komm schon. Na, leider kein blauer Ring oder sowas. Und Brasilien, ZDM, Casemiro, noch 89er. Genau. Geht auf jeden Fall, 88 hat er nur. Geht auf jeden Fall mega fit, ohne Witz. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht. Ja, nichts mehr dahinter, aber eine 88er, ein 87er, eine 91er Mbappé. Was will man mehr? Ganz ehrlich, was will man mehr? Casemiro auch tauschbar, wie gesagt. Ja, nimmt man natürlich gerne mit. So, jetzt können wir nämlich direkt Cavani eigentlich wieder verkaufen. Habe ich wieder 200k mehr. Ich packe jetzt erstmal den Mbappé hier rein, damit ihr mir das auch glaubt, dass ich ihn wirklich gezogen habe. Es war absolut kein Fake. Ich kann es selbst nicht glauben. Hier ist der Boy. Mbappé 90 passt einfach optimal in mein Team. Es gibt nichts Geileres, oder? Wie sexy sieht das jetzt hier aus? Leckt mich am Arsch. Jo, egal ob ihr es mir gönnt oder nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt. Oder auch schreiben, ob ihr es mir gönnt oder nicht. Das war's dann von dem Video. Ich mache das jetzt direkt online. Ich schneide es jetzt ganz schnell und lad's hoch. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ciao. It's black and white.